Hallo! Ja, da stehe ich wieder. Da ist wieder die Wand. Da ist wieder alles wie immer und so und überhaupt. Und ich habe die weiße Mütze auf. Ne? Das heißt, Fanpost-Consuming. Fanpost-Consuming. Jetzt. Gut. Und zwar aus dem Paket vom Dominik. Danke, Dominik, wieder wie üblich hierfür. Das muss sein. Das Pflichtbewusste, das Dankbare. Danke für diese interessanten Zusendungen. Und ja, heute wird getrunken. Wie gesagt, wir hatten zwei Getränke, deswegen ist das zweite jetzt dran und das kommt nicht aus Fernost, sondern aus irgendwo. Werden wir gleich feststellen, nämlich das hier. Ja, der Silberpfeil Energy Drink, Capo Edition, Lime Grenade. Also die Granate aus Lima. Ja, also Lime Grenade. Silberpfeil Energy Drink, Lime Grenade. Das ist ein. Auch super. Ist ja mal geil. Steht auf Österreichisch und Deutsch drauf. Kommt also wohl aus Österreich, das Ganze. Jupp, aus Silberpfeil 1934 Energy aus Salzburg, Austria. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Steht ernsthaft Österreich drauf. Das ist doch Deutsch, die Sprache. Naja, also kurz 48 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist eine 250 Milliliter Dose. Kein Schimmer, ob man die bei uns wohl zu kaufen kriegt. Wahrscheinlich. Hol dir krasse Gewinne, wenn man hier Insta markiert. Naja, genau. Also, das ist ein Energy Drink mit Granatapfel-Limettengeschmack. Na gut, schauen wir halt mal. Also, erhöhter Koffeingehalt für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Koffein 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Wegen des erhöhten Koffeingehalts nur in moderaten Mengen konsumieren. Ja. Kohlensäurehaltig. Zutaten: Wasser, Zucker, Säurungsmittel, Natriumcitrate. Halt Zitronensäure und Apfelsäure, Kohlensäure, Säureregulator, Natriumcitrate, Aroma, schwarzes Karottensaftkonzentrat, das kommt irgendwie dauernd vor. Koffein, Taurin, Inosit, Nikotinamid, was Nikotin? Vitamin B6, Pantothensäure, Farbstoff, Riboflavine, Vitamin B12. Ne, ich meine, ein bisschen gesund. Ha! Ja, gut, also schauen wir mal, wie das so ist. Glas, Dose, danke Dominik nochmal. Dann gucken wir, also das Design dieser Dose ist auch nicht so super spannend. Hier ein Cyber-Cowboy, wenn man so will. Naja, gut, sehr einfallsreich ist es nicht, aber was soll's. Gut, also flupp. Ja, es riecht gummibärig schon mal wieder. Also Farbe vermutlich so irgendwie gelb, gold, irgendwas. Oh, gut, gut verschätzt, doch tatsächlich rot. Kommt dem Granatapfel schon näher farblich. Oh, kann man glaube ich ganz auffüllen. Okay, eine 250 Milliliter Dose passt genau hier rein, wie man gerade sieht. Also schön, schön rot, so ein bisschen Himbeerrot. Bisschen sprudelig. Riecht nach nichts, wenn man es dann so anrichtet. Also probieren wir es. Prost! Kommt natürlich aus dem Kühlschrank. Granatapfel-Limette. Limette hätte ich mir jetzt ein bisschen säuerlicher vorgestellt, aber es ist eher süßlich. Ziemlich sogar. Granatapfel habe ich jetzt gar nicht so richtiges Geschmacksprofil abgespeichert da oben drin. Bam, bam, bam. Ja. Ja, ziemlich süß. Also nicht zuckersüß und nicht kaugummisüß, sondern wirklich so, ja schon, aber ein bisschen aufdringlicher das Kaugummisüß. Also zumindest kann man sich nicht darüber beklagen, dass es einen eigenen Geschmack hat. Das hat einen eigenen Geschmack. Darüber beklagen, dass es keinen eigenen Geschmack hat, natürlich. Doch, es hat einen eigenen Geschmack. Jetzt passt es besser. Aber ich finde es irgendwie, wirkt es auf mich ein bisschen aufdringlich. Eher wie es sein sollte. Man kann es trinken. Also, es ist mal was anderes. Wie gesagt, nicht so ein 0815 Standard Energy Drink. Wir schmecken alle total gleich. Das kann man dem nicht vorwerfen. Ich muss allerdings sagen, dass ich diesen
grün angehauchten Farblook nicht ganz nachvollziehen kann, wenn das Getränk selber dann nicht grün ist. Oder wenn es halt so rötlich ist. Dann würde ich es doch irgendwie rot machen. Roter, aber. Also, vom Dominik, wir erinnern uns aus dem Fanpost-Paket. Danke, Dominik. Das ist also auch internationale Kost, zwar nicht aus Fernost, aber halt aus Österreich. Das ist was anderes. Immerhin. Ja, also ist genießbar. Ich finde es ein bisschen zu aufdringlich für meinen persönlichen Geschmack. Fast könnte man, ich beschwere mich ja gerne, dass Getränke zu wässrig sind. Zu wenig intensiv. Das hier ist eigentlich für mich eher das Gegenteil, ein bisschen zu intensiv. Also intensiver, wie ich es mir vorstellen würde. Aber egal, ihr habt es nochmal gesehen, Silberpfeil, ich weiß nicht, wo man es normalerweise zum Kaufen findet. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal irgendwo gesehen zu haben. Sieht aber, ist kein Spezialgeschäft erfordern, schätze ich mal, weil kommt ja nicht schon so weit weg. Aber egal, wir haben es probiert, ich habe es getrunken, ich habe dem Dominik gedankt, ihr habt es gesehen. Und somit haben wir diese Ladung Fanpostgetränk hinter uns. Ich weiß nicht, ob das nächste Fanpostgetränk bald kommt, gut möglich, weil da liegt was in der Luft oder im Paketzentrum in Augsburg, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme. Wir werden sehen, was da drin ist, ich weiß es jetzt noch nicht. Jedenfalls vom Dominik war es das trinkmäßig, essensmäßig haben wir noch ein paar. Die werden natürlich die nächsten Wochen uns auch noch beschäftigen. Jedenfalls, das war's für heute. Deswegen bis nächstes Mal. Tschüss.